es die Machthaber der Industriestaaten bislang gewohnt, Konflikte weitgehend in andere Regionen auszulagern, so hat es die aktuelle antikapitalistische Opposition geschafft, diese Auseinandersetzungen wieder in die Metropolen des Kapitalismus zurückzutragen. Seattle, Prag, Davos, Göteborg und Genua stehen für jene Orte, an denen massiv gegen die Gipfel von Welthandelsorganisation, Internationalen Währungsfonds, Weltbank, G8 oder World Economic Forum aufgetreten wurde und es dadurch gelang, die herrschende Freihandelsideologie öffentlich in Frage zu stellen. Vom 1. bis 3. Juli 2001 fand in Salzburg ein Gipfel des World Economic Forum statt, das ein privater Lobbyverein des Großkapitals ist. Um eine Aufnahme in das WEF können sich jene Konzerne bewerben, die einen jährlichen Umsatz von zumindest 1 Milliarde Dollar ausweisen. Beim WEF-Gipfel in Salzburg treffen sich alljährlich Vertreter von Konzernen mit Regierungsverantwortlichen und Repräsentanten der internationalen Handelsorganisationen. Milliardenschwere Deals, die wenigen Wohlstand und Reichtum, vielen jedoch Ausbeutung und Armut bringen, werden auf diesen Treffen von den selbsternannten Global Leaders unter Ausschluss der Öffentlichkeit in die Wege geleitet. Um den ordnungsgemäßen Ablauf der ökonomischen Globalisierung sicherzustellen, wurde der im Zentrum Salzburgs liegende Tagungsort des WEF weiträumig abgesperrt und alle Demonstrationen bis auf eine Stehkundgebung am Bahnhofsvorplatz verboten. Wer dennoch sein Demonstrationsrecht ausübte, konnte sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Polizeikessel gemeinsam mit über 900 anderen Demo-Teilnehmerinnen wiederfinden, von denen hier einige zu Wort kommen. Wir sind einen Tag vorher nach Salzburg gefahren, haben dann am Vormittag, also in der Früh, wollten wir zum Bahnhofsvorplatz fahren und sind auf dem Weg ungefähr 3-mal kontrolliert worden. Beim ersten Mal mit Personalien aufnehmen, immer die Rucksäcke untersucht und beim ersten Mal sind wir sogar fotografiert worden. Wobei eine Freundin von mir, die da auch mit war, die Polizei gefragt hat, was da jetzt passiert, wenn sie sich nicht fotografieren lässt, ob sie den Paragraphen nennen können, wo drin steht, dass sie das tun muss. Und die darauf geantwortet haben, dann wenn sie sich nicht fotografieren lassen, müssen wir sie mitnehmen. Und sie dann gefragt hat, ja, worauf fußt das, auf was für eine Gesetzesgrundlage, sie müssen mir das ja sagen, sie müssen mir meine Rechte aufklären. Und der hat gesagt, nein, wenn sie das nicht machen lassen, dann müssen wir sie mitnehmen. Ja, nachdem wir dann in den Bus einsteigen haben dürfen, haben sie uns noch 2-mal aus dem Bus rausgeholt. Und halt nur einmal das Server mit Personalien aufnehmen, nachfragen, was wir denn jetzt wollen und wohin wir jetzt wollen und wer wir überhaupt sind. Und ja, und ich glaube, ich bin an dem Tag 3-mal durch den Polizeicomputer gerannt mit meinem Namen. Die Art und Weise, wie fast schon hermetisch abgeriegelt die Stadt war, hat nicht an eine Demo denken lassen, sondern an irgendwelche kriegsähnlichen Zustände, die da jetzt herrschen. Was außen? Was? Für uns war Salzburg die erste Möglichkeit, die antikapitalistische Bewegung nach Österreich zu bringen. Und wir vom Arbeiterinnenstandpunkt haben daher gemeinsam mit anderen Organisationen beschlossen, eine möglichst große und lautstarke Protestaktion in Salzburg zu organisieren und insbesondere
um das Demonstrationsverbot der Polizei auch zu durchbrechen. Wir wollen nur nicht demonstrieren! Wir wollen nur nicht demonstrieren! Wir wollen nur nicht demonstrieren! Hier demonstriere. Ich demonstriere dafür, dass die Freiheit der Konzerne eingeschränkt wird und die Freiheit der Menschen erweitert wird, dass die Ausbeutung international ein Ende findet, dass eine gerechte Umverteilung stattfindet zwischen Industriestaaten und Dritte Weltstaaten. Ich demonstriere gegen das System, das derzeit läuft und unterstützt wird und gegen die Machtzentralisierung. Was nicht für soziale Gerechtigkeit. Wir sind gegen den Imperialismus und Kapitalismus oder die Weltbank oder IMF. Es war für mich, also schon als ich in Wien in den Bus eingestiegen bin, ein klarer Wille, jetzt gewaltfrei mich diesem Zug anzuschließen. Es war ja irgendwie schon geplant, eben auch eine Demonstration zu machen, obwohl sie nicht gestattet war. Das war mir in Salzburg sehr, sehr wichtig, eben ein persönliches Anliegen, in die rote Zone, in die Sperrzone einzudringen, weil ich denke, dass Demonstrationsrecht ein demokratisches Recht ist und das möchte ich für mich in Anspruch nehmen. Gewaltfrei. Zu unterstellen, dass die Leute, die da ihren Protest öffentlich machen wollen, gewaltbereit wären, ist ja im Grunde genommen infam. Also es ist lächerlich oder es ist infam. Also wir haben demonstriert und unser Ziel war, möglichst nahe an den Konferenzort zu kommen, der ja von der Polizei abgeschirmt war. Und jetzt, selbst wenn man da ein Sicherheitsbedürfnis akzeptiert als solches, die hatten den Konferenzort eben abgeschirmt und insoweit war das eh sicher. Es war kein Grund, nicht zu demonstrieren und wir sind halt durch die Stadt gegangen. Die Demonstrationsroute, die sich ergeben hat, war in Wirklichkeit die, die von der Polizei durch Absperrung von Zugängen definiert worden ist. Den Zustand, der dann hergestellt wurde, indem wir durch die Stadt gegangen sind und die Polizei die Straßen gesperrt hat, in denen sie uns nicht haben wollte, den hätten wir durch eine ganz normale Demonstrationsanmeldung und ihre Genehmigung seitens der Polizei auch herstellen können. Also ich war am Anfang eigentlich so skeptisch, soll ich da jetzt mitgehen oder nicht. Ich habe am ersten Mal gedacht, um Gottes Willen, ja, das wird jetzt arg. Jetzt wird dieses Gebot überschritten und somit haben sie die Legitimation, um da reinzufahren. Und dann ja, bin ich halt doch mitgegangen. Es ist im Prinzip immer so ein bisschen ums Kongresshaus geschlichen worden, wo es aber relativ bald klar war, dass wir da nicht durchkommen, weil die Polizeisperren ziemlich massiv waren und das mit der Demo auch in der Größe, also so groß wie es war, nicht funktioniert hat, weil die Straßen immer sehr taktisch klug abgesperrt waren. Und wir sind halt dann so eben im Zickzack rund um das Kongresszentrum hat gewandert und haben immer wieder versucht, zu den Barrikaden hin und geschaut, ob man durchkommt.
geht um das Zusammenspiel von alter und neuer Repressionstechnik. Volle erkennungsdienstliche Erfassung, technisch gestützt, Rasterfahndung, Abhören von Telefongesprächen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es absolut kompatibel mit der Ausübung der primitivsten Gewalt. Die prinzipielle Verfügungsgewalt über die Menschen, die geht einfach von den Staatsorganen aus, in dem Fall von der Polizei, und was halt schon allein die ganze Aufmachung strahlt schon so eine irrsinnige Gewalt aus von diesen Spezialeinheiten. Es wird nie darauf hingewiesen, was strukturelle Gewalt oder areale Gewalt von der Polizei oder vom Staat aus passiert. Also sei das jetzt einerseits auf der ganz abstrakten Ebene von Gesetzen bis zu faktischen rassistischen Übergriffen von der Polizei. Wie heißt du? Wie heißt du? Hey, was ist denn das? Hau runter! Ja, mein Sisser, das! Wollen Sie nicht aufbieren, oder was? Los, los! Hey, los, los! Hey, loslassen! Loslassen! Hey, jetzt auf, du! Kamera gewährt, wir schaffen jetzt schon an, was ich sagen wollte. Das Gebäude auf dem anderen großen Polizeiautomaten auf dem direkte Sperre zu sperren. Wir klären ja Street! Der Reiz darin, von solchen Bildern liegt natürlich bei den Medien darin, eine sozusagen die Bewegung zu kriminalisieren und möglichst verrückt, wild geworden, gewaltbereit und so weiter darzustellen. Man kann natürlich darüber diskutieren, in welcher Situation es sinnvoll ist, gegen Polizisten da vorzugehen. Aber klar ist, dass das Demonstrationsverbot und die permanenten Absperrungen der Polizei natürlich in viele Leute provozieren und großen Ärger hervorrufen. Und dann natürlich verschiedene Widerstandsformen dann die Reaktion darauf sind. Da braucht sich die Polizei nicht zu wundern. Immer wieder droht die Situation zu kippen. Dieser mediale Diskurs resultiert aus einem unhinterfragten Gewaltbegriff, weil eben die Gewalt immer nur als diese begrenzte physische Gewalt betrachtet wird, aber ein Gewaltbegriff, der gehört meines Erachtens weiter gefasst. Morgen seid ihr eingespart! Heute verteidigt ihr den Staat! Morgen seid ihr eingespart! Auf!
also die Einkesselung, das war irgendwie schon ein Überraschungsmoment, weil der Demonstrationszug ist einfach so weitergegangen, wie er immer weitergegangen ist, und dazwischendrin ist man eher immer wieder stehen geblieben, weil die Polizei halt blockiert hat, und das war da nicht anders, nicht? Wir sind halt wieder mal stehen geblieben. Und auf einmal machen sie hinten zu, nicht? Und das war halt irgendwie komisch, weil man nicht wusste, was passiert jetzt. Und dann ist natürlich gleich schon mal eine Angst da, wenn man sich denkt, so jetzt fahren sie rein, jetzt zerschlagen sie uns. Hören Sie, wir ziehen uns zurück, lassen Sie uns wieder gehen, okay? Machen Sie hinten auf! Machen Sie hinten auf! Warte! Können Sie öffnen Sie da hinten, dann gehen wir zurück! So, seid geil auf Schlägerei! Gewalt, geile Polizisten, hey! Gewalt, geiles Park! Das ist keine Eskalation! Bis jetzt ist es noch ein Schande! 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 Okay, wir wollen keine Eskalation, wir wollen uns zurückziehen und nach Hause gehen. Problem ist, da hinten ist alles zu. Wissen wir nicht. Wo ist der Einsatzleiter? Kann ich Ihnen sprechen? Nein, er ist nicht hier. Zu beobachten war, dass die Gewalt von der polizeilichen Seite ausgegangen ist, weil die hat einige hundert Menschen eingekesselt, stundenlang. Man muss sich das ja vorstellen, 7 Stunden in einem Kessel zu sein. Man muss auf die Toilette, man hat nichts zu essen. Die Leute hatten Angst, sie erreichen ihre Züge nicht. Es gibt Leute, die kriegen in so einer Situation Platzangst. Also wer diesen Kessel inszeniert hat, dem war daran gelegen, die Situation aufzuschaukeln. Und da hat es unkontrollierte Situationen gegeben. Also den Kessel zu verlassen als Einzelperson oder eben quasi, dass man sagen, okay, wir dort in der Gruppe waren, gehen raus, das war von vornherein irgendwie nicht wirklich Thema, weil ich dem einfach nicht vertraut habe. Also für mich war einfach sozusagen das in der Gruppe bleiben, in der Großgruppe bleiben, im Kessel bleiben, einfach eine Garantie oder ein Schutz irgendwo. Ne? In so Situationen ist die Solidarität einfach sehr wichtig und dass man nicht irgendwie sich kaufen lässt. Jeder und jede, der und die das machen will, kann und soll das machen können. Andere sind nicht aber der Meinung. Es war unser Recht, dort zu stehen. Und kein Mensch hat da ein Recht, jetzt unsere Personalien abzunehmen oder irgendwas zu fordern. Und ich wäre da nie rausgegangen. Nie. Das großzügige Angebot, dass die Leute einzeln rausgehen können, beinhaltet, dass sie dann polizeilich erfasst und mit einer Strafe zu rechnen haben. Danke. Das bestärkt uns, glaube ich, darin, dass wir nicht auf dieses Angebot eingehen, sondern hier bleiben und hier gemeinsam stehen bleiben. Ja.
erste Zeit dort an der, in der ersten Reihe und es gab von Seite der Demonstranten keinen einzigen Gewaltakt während des gesamten Kessels gegen die Polizei. Im Wesentlichen sind sie nach dem Motto vorgegangen, bestrafe einen und belehre 100. Also sind wir versucht, einzelne Leute, die nicht völlig willfährig, unterwürfig ausschauen, herauszufangen und schrecke dadurch die anderen Demonstranten und Demonstrantinnen ab. Es war einmal eine sehr, sehr gefährliche Situation und ich denke mir, das hätte sehr, sehr übel ausgehen können. Es wurde einmal der Kessel eben ganz zurückgedrängt und wir waren so zusammengezwängt, ungefähr, das dauerte, ich glaube, 10 Minuten bis eine Viertelstunde, dass wir uns überhaupt nicht mehr bewegen konnten. Also ich habe entsetzliche Schmerzen im Oberkörper gehabt, dadurch, dass mein Vordermann mir, ohne dass er es wollte, er musste es ja seinen Rucksack hineingepresst hat, das war ein unerträglicher Schmerz. Und wenn da irgendjemand gestürzt wäre oder wenn da Panik ausgebrochen wäre, ich glaube, da hätte es Tote geben können. Und jetzt nicht, weil wir Gewalt ausgeübt haben, sondern weil wir eben so wie eine Herde zusammengedrängt wurden. Das war so sehr, sehr bedrohlich. Es kamen dann noch Rufe, Folter, Folter und danach wurde der Druck dann etwas gelockert. Aber diese Situation war wirklich sehr, sehr unangenehm und ich habe noch 2 Wochen nachher Schmerzen gehabt. War es ja nach der Diktion der Polizei eigentlich auch schwer verletzt. Unser Eindruck war es in der Situation, dass es sehr an der Kippe gestanden ist, dass also insbesondere von Seiten der Vega der Wiener Polizeieinheiten also ein sehr starkes Drängen danach gab, den Kessel gehörig aufzumischen und alle Leute festzunehmen. Und klarerweise dabei auch bei diesem Vorgehen auch hätte es auch viele Reihe von Schwerverletzten gegeben. Keine Gewalt! Keine Gewalt! Keine Gewalt! Keine Gewalt! Nachdem wir dort mehrere Stunden gestanden sind und es eigentlich mit dem Salzburger Platzkommandanten eine Einigung darüber gegeben hat, dass die Demonstranten und Demonstrantinnen abziehen dürften und wir waren auch schon so weit mit dem Salzburger Polizeipräsidenten die Route ausgehandelt zu haben, wie die an den Bahnhof kommen, ist plötzlich ein entgegengesetzter Befehl durchgegeben worden. Dass wir unsere Sachen, die von der Polizei als gefährlich und bedrohend ausgeübt werden können, hier lassen. Konkret fallen darunter Sachen wie Steine, die ich davon aus, dass niemand von uns hat, aber ich sage es nur, oder Stangen, Stöcke. Ja? Wir müssen die Schädlinge sehen, das ist die Vorsicht, ja? Und jeder hat euch das Recht, nicht dagegen zu sein, aber mein Vorschlag wäre, dass wir diese Bedingungen Polizei auf der Seite und Stöcke hier lassen, auch gleich dafür, dass wir geschlossen, ohne Verhaftungen zum Bahnhof demonstrieren können, dann abreißen, dass wir diese Bedingungen annehmen. Das war ja auch in den Aufnahmen relativ ersichtlich, dass da relativ normale Menschen in diesem Kessel sind. Also wirklich ganz viele junge Leute. Und wenn du die Leute einkesselst und sie so lang ihre Freiheiten beraubst, dann musst du das auch irgendwie untermauern. Und wenn das funktioniert, indem man Fahnenstangen herzeigt, die abgeben worden sind, oder irgendeinen anderen Blödsinn wie diese Pflastersteine, die dann am nächsten Tag präsentiert worden sind, du brauchst immer was, an dem du es aufhängen kannst. Wir gehen in 10er rein. 10 Personen jeweils nebeneinander.
gesagt, dass einer ihrer Kollegen ein Schädeltrauma erlitten hat und dass einige Leute schon gewesen sein sollen. Es gibt den Film, der den Zusammenbruch des Polizisten zeigt und der, indem er diesen Zusammenbruch zeigt, die Berechtigung der gesamten Anhaltung aufhebt. Also der Polizist ist zusammengebrochen und zwar ohne, dass er von einem Demonstranten oder einem Stein oder einem Schlagstock oder irgendwas berührt worden wäre. Das war ein Schwächeanfall oder vielleicht war der krank oder wie auch immer. Das behauptete Schädeltrauma und die schwere Verletzung wurde immer wieder während der Verhandlungen als Argument dafür angeführt, dass man den ursprünglichen Plan, die Demonstranten abziehen zu lassen, nicht realisiert. Es wurde gesagt, dass die Polizei wisse, wer den ihren Kollegen so schwer verletzt habe und der müsse ausgeforscht werden. Sind Einkesselungen auch schon vorgekommen, aber nur wenige. In Deutschland ist es eine weit öfters angewandte Taktik, die im Großen und Ganzen Sinn und Zweck hat, a, eine Demonstration am Weitergehen zu hindern, b, möglichst viele Personalien dabei zu erfassen oder wenn möglich überhaupt gleich also alle Leute zu verhaften. Und in der Situation war sicherlich, hat auch die Polizei versucht, da eine solche, diese Ziele zu erreichen. Teilweise ist ihm das gelungen, teilweise nicht. Gewaltdemonstration, also jetzt nicht die Demonstration der Demonstrantinnen, sondern es war eine Gewaltdemonstration der Polizei. Sie wollten eine Demutsgeste erpressen. Aber das andere ist, dass man sich keine Illusionen darüber machen soll, dass das Abmarschieren in Zehnerreihen bedeutete, dass jeder Einzelne, der da durch diese Zehnerreihen durchgegangen ist, also auf Video aufgenommen worden ist. Also die haben jetzt ein vollständiges Album der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, also dieses Kessels. Und das ist schon ernst, weil das heißt, wie am Beispiel der Volkstheaterkarawane zu sehen ist, dass bei Grenzübertritten oder auch bei Antritt eines Dienstverhältnisses im öffentlichen Dienst oder vielleicht bei Gesuch um einen Bankkredit aufliegt, dass man in Salzburg im Kessel dabei gewesen ist. Ich bin aber raus mit einer gewissen Art von Verachtung für diese Menschen, die da behelmt und bewaffnet eine Herde von friedlichen Schäfchen da so zu behandeln. Und ich habe mich also bewusst bemüht, also den Polizisten, an dem ich vorbeiging, also wirklich sehr, sehr voll Verachtung in die Augen zu schauen, dass wir das Gefühl haben, wir sind jetzt klein und gedrückt und einfach voller Stolz daraus zu gehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Inszenierung in Salzburg in Wien im Innenministerium stattgefunden hat. Und wenn man von politischer Verantwortung redet, dann ist in erster Linie der Innenminister verantwortlich zu machen. Erstens, weil er Ressort zuständig ist, aber zweitens, weil das Overrulen der Behörden vor Ort
nur mit Rückendeckung des Ministeriums stattfinden hat können? Also ich glaube, dass unter der blau-schwarzen Regierung mehr Spielräume offen sind für Handlungen, die Polizei setzt. Ich denke, dass unter einer anderen Regierung wahrscheinlich ähnliche Sicherheitsvorkehrungen unter Anführungszeichen getroffen worden wären und ähnlich viel Polizei anwesend gewesen wäre und auch der Kessel wahrscheinlich provoziert worden wäre. Nur ich glaube, dass die Spielräume, zum Beispiel das, wie lange der Kessel dauert hat und die Repression kann durch diese blau-schwarze Regierung direkter ausgeübt werden, weil die direkter dahinter steht. Man kann auch verkaufen, so ein bisschen dieses großzügig sein. Und da muss man sich dann halt entscheiden, ob man als gerade an der Macht Seiender lieber das großzügig sein oder die Repression verkauft und dass die blau-schwarze Regierung halt lieber die Repression verkauft, ist klar. Frei! Frei! Ja! Wir haben es seit einem halben Jahr, sagen wir ungefähr, ganz eindeutig mit einer Radikalisierung von Seiten der Polizei, von Seiten der Staatsmacht zu tun, mit einer Kriminalisierung der Bewegung. Das haben wir gesehen, also in Göteborg hat das angefangen, wo also ein Demonstrant geschossen wurde und dabei schwer verletzt wurde. Dann Salzburg, was für österreichische Verhältnisse auch eine klare Eskalation war. Und dann gehen wir als Höhepunkt. Diese Ausbreitung der antikapitalistischen Bewegung seit Seattle, die also mit dem vorläufigen Höhepunkt jetzt Genua, hat also ganz klar hier dazu geführt, dass es von Seiten der Herrschenden eine immer rabiatere, gewaltbereitere, eskalierendere Vorgehensweise gibt. Und das Sammeln jetzt von Daten und so weiter dient dazu. Und ich meine, man wird es in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Aber ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass diese jetzt staatlich geschürte Hysterie wegen Terroranschlägen dazu verwendet wird, um auch gegen die antikapitalistische Bewegung eingesetzt zu werden. Und dementsprechend ist die Gefahr groß, dass es hier zu einer Einschränkung von demokratischen Rechten kommen wird. Es gibt ein paradoxes Problem, was diese Konferenzen und Großereignisse betrifft. Technisch gesehen sind ja diese Großereignisse nicht notwendig. Also man kann Videokonferenzen machen, man kann sie abgeschirmt von der Öffentlichkeit, geheim vor der Öffentlichkeit treffen, um politische Strategien auszusprechen. Die Großereignisse, die Konferenzen, die triumphalistisch inszenierten Tagungen der G8, des Weltwirtschaftsforums oder der Weltbank und des IWF sind die PR-Ereignisse. Und durch die Globalisierungsbewegung sind sie als PR-Ereignisse entwertet. Also das ist keine positive Public Relation, wann wo immer sie die 8 Spitzenvertreter der herrschenden Weltordnung treffen, Hunderttausende aufmarschieren und dann gegebenenfalls durch polizeiliche Repression niedergeknüppelt werden. Das heißt, also da hat die Antiglobalisierungsbewegung bereits einen ganz wesentlichen Sieg errungen. Die werden sie weiter treffen, aber sie werden sie zunehmend an Orten treffen, wo so hohe demokratische Standards herrschen wie in den Vereinigten Emiraten oder wo halt die Öffentlichkeit keinen Zugriff hat. Dass die Bedeutung von Salzburg darin liegt, dass damit erstmals die antikapitalistische Bewegung auch nach Österreich gekommen ist. Ich denke mir, dass hier also in den nächsten Jahren das für uns ein zentraler Punkt der Mobilisierung sein wird, weil ja dieser Kongress in Salzburg jetzt in den nächsten Jahren jedes jährlich stattfinden wird.